Ein Waldspaziergang in der Nähe des Flughafen Leipzig-Halle, den es vor 10 Jahren so nicht gegeben hätte. Mit der Pflanzung von Trauben, Eichen und Fichten begann im November 2015 die Aufforstung einer Fläche zwischen dem Flughafen Leipzig-Halle und Schkeuditz. Über 200.000 Bäume und Sträucher wurden gepflanzt. Martin Opitz, der Stadtförster Leipzigs, ist seit Beginn der ersten zarten Pflanzungen mit dabei. Mein Name ist Martin Opitz, ich bin 55 Jahre alt und bin beschäftigt als Revierförster bei der Stadt Leipzig. Meine Aufgabe ist organisatorischer Art. Wir haben also hier mit der Flughafen Leipzig-Halle GmbH eine Kooperation, die hat praktisch die Finanzierung abgesichert. Und wir haben organisatorisch dann die Ausschreibung ausgeführt, die Bauleitung hier gehabt und haben praktisch die Arbeiten geleitet, die hier ausgeführt worden sind. Inzwischen wird die Aufforstung als Wald wahrgenommen und entfaltet Schritt für Schritt die willkommene Lärmschutzwirkung. Darüber hinaus entstehen für Anwohner rund um den Flughafen weitere Vorteile. Einer davon, der Wald trägt zu sauberer Luft bei. Bei der Auswahl der Baumarten und Straucharten für die Aufforstung wurde sich an den natürlichen Waldgesellschaften orientiert. Für die Hochwaldflächen sind das hauptsächlich Raubeneichen, Hainbuchen, Winterlinden, Feldahorne und ganz viele verschiedene Straucharten, weil unser Ziel ist ja, eine möglichst hohe ökologische Wertigkeit zu erreichen. Und die Koniferen dienen dazu, dass eben der Lärmschutz auch im Winter ein bisschen stärker ist als im Sommer, weil unsere Laubgehölze ja alle das Laub abwerfen im Winter. Schon in wenigen Jahren werden die Menschen in Schkeuditz das insgesamt 28 Hektar große Waldgebiet auch als Naherholungsfläche für Spaziergänge und zur Erkundung des Ökosystems Wald nutzen können. Es gibt eine weitere Besonderheit in diesem Wald. Schülerinnen und Schüler der AG Ökologie des Maria-Merian-Gymnasiums Schkeuditz erforschen hier, wie ein neuer Wald entsteht. Ein grünes Klassenzimmer direkt am Flughafen. Die AG Ökologie vom Gymnasium Schkeuditz arbeitet mit uns sehr gut zusammen. Der Leiter der Arbeitsgemeinschaft, Dr. Unger, führt hier Untersuchungen der Lebensgrundlagen der Bäume durch. Da geht es vor allen Dingen um Wetter- und Klimaaufzeichnungen. Dann werden Bodenuntersuchungen gemacht hinsichtlich der Bodenfruchtbarkeit, der Bodenzusammensetzung und auch Zuwachsuntersuchungen der verschiedenen Baumarten werden gemessen. Es ist wichtig, dass junge Leute an die Arbeit mit der Natur herangeführt werden, weil in vielen Familien oder auch bei vielen Jugendlichen ein Verständnis für natürliche Vorgänge gar nicht mehr so vorhanden ist, wie man sich das vorstellt. Und am besten erklären sich Dinge nicht unbedingt immer im Klassenzimmer, sondern draußen in der Natur. Wenn man selber Hand anlegt und selber Untersuchungen mit ausführen kann, ist das natürlich prägend für die Jugendlichen und fördert auch die Umweltbildung. Das ist eine gute Sache. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Herrn Opitz und auf viele weitere gemeinsame Projekte. Als guter Nachbar für die Region.